Hallo zum neuen Video. Heute geht es um die Akku-Oberfräse, die POFA12 in der Ausführung A1. Von vielen von euch schon lang ersehnt. Wenn euch das Thema interessiert, bleibt einfach kurz dran. Ja, zu diesem Gerät habe ich hier schon unzählige Zuschriften von euch bekommen. Wann kommt das Gerät endlich? Gibt ja auch noch einen Akkuhobel dazu. Das Video kommt dann morgen. Viele von euch haben darauf gewartet, wollen dieses Gerät hier als Kantenfräse nutzen. Bietet sich auch an. Viele vergleichen es auch mit den großen Marken. Ich halte die auch gleich nochmal daneben, dass wir da auch mal den Größenunterschied etc. sehen und auch mal beurteilen können, ob die eventuell baugleich sind. Kurz zu den technischen Daten. Das Gerät wiegt mit Akku etwa 1315 Gramm. Wir haben mit dabei im Lieferumfang ein Ladegerät, ein Schnellladegerät, einen 2 Amperestunden Akku. Das Ganze aus der X12 Volt Team Serie. Dürfte euch ja bekannt sein. Da gibt es einige Geräte von und Lidl hat das jetzt so gemacht, dass wir hier 2 Serien haben. Einmal die X20 Volt Team und einmal die X12 Volt Team Serie. Ja, die Fräser, die ihr hier einspannen könnt, also die Werkzeugaufnahme hat 6 und 8 mm, könnt ihr hier einspannen. Die Leerlaufdrehzahl der Fräse liegt bei 19.500 Umdrehungen pro Minute. Das Ladegerät lädt den Akku innerhalb von einer Stunde wieder auf. Wir haben auch einen 6-teiligen Frässatz gleich mit dabei für Holz, einen Profilfräser, einen Abrundfräser, einen V-Nutfräser, einen Hohlkehlenfräser und 2 Nutfräser. Gucken wir uns gleich, wie gesagt, alles an. Ja, 3 Jahre Garantie, das dürfte bekannt sein, ist jetzt bei den Discountern üblich. Ich denke mal, wir packen es jetzt mal aus, schauen es uns mal etwas genauer an. Kommt hier in dieser Pappbanderole, ist dann im allseits bekannten Parkside-Köfferchen, der ist hier oben noch versiegelt, mit den Metalllaschen mit dran. An den Seiten jeweils ein Aufkleber mit aufgedruckt, damit ihr dann auch im Regal sehen könnt, was enthalten ist in dem Köfferchen, damit ihr nicht immer erst alles aufmachen müsst. Schneid es mal auf. So sieht das Ganze von innen aus, wirkt recht aufgeräumt auf den ersten Blick. Wir haben hier eine Bedienungsanleitung gleich mit dabei. Wir haben auch ein extra Fach dafür. Ich hole sie mal raus. Das sind mehrere. Einmal fürs Ladegerät, einmal für die Fräse selbst. Die Bedienungsanleitungen sind hier in Schwarz-Weiß gedruckt. Manchmal sind die jetzt schon in Farbe. Das Gerät wird von Grizzly Tools GmbH produziert, ist uns auch bekannt. Gibt schon einige Geräte von. Der Koffer wirkt selbst hier sehr kompakt, wie ihr seht. Das ist alles hier aufgeräumt mit drin. Auch das Ladegerät findet hier seinen eigenen Platz. Gucken wir uns das Ladegerät mal an. Das ist das allseits bekannte 12-Volt-Team-Ladegerät. Wir können das Ladegerät hinten auch an die Wand aufhängen. Wir haben hier sogar eine Bohrschablone mit integriert. Seht ihr das? Hier ist es aufgeschrieben, in welchen Abständen ihr dann bohren müsst. Das Ladegerät hat die Version A2. PLGK 12A2 lädt mit 2,4 Ampere, also ein allseits bekanntes. Ich gehe jetzt nicht nochmal darauf ein, dass das hier immer noch nicht mit Gummifüßen versehen ist, sodass das natürlich auf der Werkbank dann hin und her rutscht. Wenn wir Gummifüße unter hätten, würde das natürlich weniger rutschen und auch weniger Vibrationen übertragen. Das Gerät ist natürlich hier nicht aktiv, das heißt, hier wird es nicht gekühlt, also haben wir natürlich wenig Vibrationen, aber manchmal kommt es ja doch zu einem gewissen Brummen, je nachdem, was ihr für Netz habt etc. Und sowas überträgt sich dann natürlich immer recht schnell auf die Werkbank, deswegen einfach hier irgendwelche Gummifüße mal untermachen, das wäre ganz schön, Parkside. Ja, schauen wir zunächst jetzt die Fräse an, die mitgeliefert werden. Die sind hier in so einer Aufbewahrungsbox mit drin. Ich zeige sie euch mal. So sehen die Fräser aus. Dann könnt ihr auch die Daten hier entnehmen. Das sind alles 8 mm Fräser. Ihr seht, was ihr damit alles machen könnt. Auch die Durchmesser sind hier mit angegeben. Das ist eigentlich ganz schön gemacht. Zur Fräserqualität kann ich natürlich sagen, das ist natürlich recht günstig alles gehalten. Da dürft ihr jetzt keine Wunder erwarten. In aller Regel sind die Fräse kostet derzeit 54,99 übrigens. Kann man nach oben, mal nach unten sich bewegen. Der Preis, das wisst ihr. Wer den aktuellen Preis abrufen will oder wer das Produkt gerne bestellen möchte, der kann unten in der Videobeschreibung, da habe ich es euch verlinkt, könnt ihr da einfach draufklicken. Dann braucht ihr nicht lange suchen. Ja, wenn ich finde, verlinke ich euch auch nochmal das Fräser
Set von Parkside mit dazu. Da gab es jetzt vor kurzem, als die große Oberfräse kam, auch noch ein Fräserset zu. Da könnt ihr euch noch mal ein bisschen mit dran austoben. Ich finde die Fräser, ich habe die auch ausprobiert. Ich kann euch die Videos auch unten mal in der Videobeschreibung auch mal verlinken. Hab die Fräser, wie gesagt, auch ausprobiert und konnte da nicht wirklich was Nachteiliges feststellen. Zur Haltbarkeit kann man natürlich sagen, die halten natürlich nicht so wie ein Fräser, der selbst schon dann 40, 50 € kostet. Das dürfte dann klar sein. Aber um mit diesen Geräten einfach mal anzufangen oder kleinere Arbeiten zu machen, da sind diese Fräser schon geeignet. Dann haben wir hier die Staubabsaugung. Die können wir dann nach Bedarf hier mit aufschieben. Hinten können wir den Staubsauger mit draufpacken. Ich probiere gleich mal aus, ob der auf meinen Bosch-Sauger drauf passt. Wer den Kanal hier schon länger verfolgt, der weiß ja, dass ich hier mit Bosch unterwegs bin. Ich habe mal hier den Rüssel. Und wir sehen tatsächlich, es ist jetzt tatsächlich mal kompatibel mit Bosch, also auch mit Kärcher. Das finde ich gut. Das läuft ein bisschen konisch zu. Hier außen haben wir ein bisschen mehr Abstand. Und wenn wir das weiter reinschieben, da hat man mich wohl endlich mal erhört und hat diese Adapter dann mal konisch zulaufend gemacht. Also eigentlich dürftet ihr dann kein Problem haben, hier etwas zu adaptieren. Ich kann euch trotzdem unten in der Videobeschreibung mal noch einen Adapter verlinken, womit ihr dann bei Bedarf sowas auch ausgleichen könnt. Ja, hier haben wir noch einen Maulschlüssel mit dabei. Auch einfachste Ausführung, ist aber auch entgratet etc. Liegt also sehr gut in der Hand. Wir haben die Fräse selbst. Die sieht so aus. Seht ihr schon, hier unten auch der Gleitschuh. Der ist hier aus Kunststoff gefertigt, sodass hier nichts verschrammt. Wenn das aus Metall wäre, dann könnte das natürlich beim Werkstück dann Schaden anrichten. Das ist hier nicht der Fall. Ihr seht, der Akku ist hier auch gleich mit aufgesteckt. Akku sieht aus wie der ganz normale Akku. Nein, die Bosch-Akkus und ähnliche passen hier nicht rein. Ihr müsst tatsächlich diese Akkus verwenden. Die Frage hatte ich auch oft. Weiß gar nicht, wieso die kommt. Nur weil die Akkus dann mal so aussehen, passen die natürlich nicht. Ja, ihr seht schon, wir können hier unten sind so kleine Nuten mit drin. Da können wir dann tatsächlich auch die Absaugung hier mit integrieren. Dazu müssen wir das Ganze wahrscheinlich erstmal in Ausgangsstellung bringen. Genau. So, und dann können wir das Ganze hier aufstecken und dann können wir das Ganze hier noch arretieren. So, und dann können wir jeweils entweder links oder rechts absaugen, je nachdem, wie rum wir das hier aufgesteckt haben. Bisher macht die Fräse jetzt tatsächlich schon mal einen recht wertigen Eindruck. Ihr seht, wir haben ja auch noch einen Parallelanschlag mit dabei. Der ist jetzt nicht ganz gerade, den muss man sich wieder ein bisschen hinbiegen. Der hat eine Skala mit drauf, die ist in Zentimetermaß bis 17 cm. Seht ihr das hier? Bis 17 cm ist natürlich wirklich dann auch ein bisschen Spielerei. Das ist jetzt nichts extrem Stabiles, womit ihr dann wirklich die filigransten Sachen unternehmen könnt. Aber für den normalen Hausgebrauch sollte das hinreichen. Wer mehr will, muss entweder wesentlich mehr Geld ausgeben oder muss sich dann eben selbst irgendetwas bauen. Das habe ich auch schon erlebt. Ja, die Frästiefe bestimmen wir, indem wir hier diesen kleinen Schalter hier betätigen. Dann können wir diesen ganzen Frästisch hier nach oben oder nach unten buxieren. Das Ganze können wir dann natürlich auch noch fein justieren. Hier mit dieser Schraube, ihr seht, hier ist ein Gewinde dran. Da können wir dann noch ganz fein das Ganze justieren. Es ist allerdings keine Maßskala mit dran, wo man sehen könnte, wie tief das jetzt ist. Also das muss man dann tatsächlich nach Gefühl machen. Wir haben jetzt hier auch keinen Revolveranschlag oder ähnliches. Hier steht hier nur Plus und Minus drauf, um den Tisch eben abzusenken oder anzuheben. Ja, hier an der Seite haben wir dann auch gleich noch die Spindelarretierung mit dran, damit wir hier die Fräsköpfe einlegen können und dann mit dem Schlüssel das Ganze auch festziehen können. Damit halten wir die Spindel dann fest, sodass wir hier tatsächlich dann das Ganze auch fest einspannen können. Das zeige ich gleich noch, wenn wir das Gerät dann mal in Betrieb nehmen. Ich mache es jetzt einfach mal an. Wir sehen auch hier an der Seite ist tatsächlich auch eine Akkuladestandsanzeige mit integriert. Dann sehen wir, wie die Akkubeschaffenheit hier ist. Das Ganze ist hier auch gummiert, liegt also recht gut in der Hand. In der Regel bewegt ihr das Ganze dann natürlich so herum. Könnt ihr euch hier richtig aufstützen und es liegt wirklich angenehm in der Hand. Der Ein-Ausschaltknopf ist jetzt aus dieser Position nicht wirklich erreichbar. Müsste man dann so ein bisschen hin und her prokeln vielleicht, aber für mich ist das jetzt hier
recht unergonomisch, muss ich sagen. Man muss die Fräse dann vielleicht vorher anschalten und kann dann damit arbeiten. Ich mache es mal an, wie gesagt, und dann hören wir mal die Lautstärke. Die Lautstärke ist hier recht angenehm, da braucht ihr insofern jetzt, wenn ihr die zumindest im Leerlauf betreibt, nicht unbedingt einen Gehörschutz. Wen das natürlich stört, der kann natürlich auch einen Gehörschutz aufsetzen. Wie das dann im Fräsbetrieb aussieht, da wird es ein bisschen lauter werden. Da würde ich dann vielleicht sogar zu einem Gehörschutz greifen. Ihr habt es gesehen, die Fräse hat auch einen Sanftanlauf, das heißt, die fährt langsam die Drehzahl hoch. Wenn wir ausmachen, bremst sie sogar ab. Das haben wir auch selten. Manchmal laufen die Motoren immer noch mal ein bisschen länger nach. Hier wird das Ganze etwas gestoppt. Das ist auch recht wichtig bei diesen Sachen, denke ich mal. Gerade bei Fräsen ist das dann natürlich auch ein gewisser Sicherheitsaspekt. So Leute, schaut mal selber. Für die Leute, die sagen, die ist baugleich mit der Bosch-Oberfräse im 12-Volt-System, nein. Die ist nicht baugleich, die sieht schon anders aus. Auch die Bodenplatte etc. ist völlig anders hier aufgeteilt, hat ähnliche Formate allerdings, sieht auch ähnlich aus. Vom Gewicht her sieht die auch wirklich ähnlich. Hier ist ja sogar noch der Akku drin etc. Aber der Aufbau unterscheidet sich hier doch schon gewaltig. Die ist ein bisschen klobiger und die ist jetzt ein bisschen schmaler. Die kostet aber auch ein bisschen mehr. Also wer das nur mal zum Kantenfräsen nutzen will, der ist sicherlich mit so einem Gerät, vor allen Dingen, wenn er schon im Ökosystem X12-Volt-Team unterwegs ist, dann sehr, sehr gut bedient. Ja, was ist noch dran? Einmal hier diese kleinen Schräubchen, die sind natürlich für den Parallelanschlag da, um das festzustellen. Und diese Schraube dient dann dafür, um die Höhenverstellung zu blockieren. Das heißt, wenn wir die hier dann festziehen, dann kann die Fräse sich nicht während des Betriebes dann nochmal absenken oder etwas höher gehen, weil das hier ist nicht nochmal extra gesichert. Ihr seht, ich kann es jetzt trotz dessen noch ein bisschen hoch und runter drehen. Dann wird die Platte etwas schief. Darauf müsstet ihr dann ein bisschen achten. Ihr seht das, die Oberfräse steht jetzt etwas schräg. Also ihr müsst das immer dann natürlich dann so haben, dass das hier eine Ebene gibt mit der Bodenplatte, sodass der Fräser nicht irgendwie schräg steht, sonst habt ihr natürlich auch ein schiefes Fräsergebnis. Ja, was kann man noch sagen zu der Fräse selbst? Wir haben eine Fräsrichtung, die ist hier wie folgt angegeben. Wir haben hier oben einen kleinen Richtungspfeil. Seht ihr das? Hier unter dem roten Knöpfchen ist ein Richtungspfeil. Das heißt, die Fräse dreht von hier aus gesehen im Uhrzeigersinn. Und wenn ihr jetzt von hinten ein Holzstück anlegt, das heißt von dieser Seite, dann müsst ihr, wenn ihr diese Kante hier bearbeiten wollt, in diese Richtung, also zu euch hin fräsen, also entgegengesetzt zu dem Pfeilverlauf, der hier aufgeschrieben ist. Wenn ihr natürlich von innen fräsen wollt, eine Innenkante, dann könnt ihr nicht zu euch hin, sondern dann läuft der Fräser ja zwar trotzdem noch im Uhrzeigersinn, aber entgegengesetzt zu der Kante. Man nennt das dann im Gegenlauf fräsen. Das heißt, wenn ihr eine Innenkante bearbeitet, müsst ihr das Ganze dann nach vorn drücken. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen Denkfehler. Nein, eigentlich nicht. Was hier noch drin ist, ist hier noch die zweite Spannzange, kann man auch noch sagen, damit ihr hier noch andere Fräsköpfe etc. einspannen könnt, ist die 6 mm Spannzange hier auch noch mit dabei. Ja, was ihr auf gar keinen Fall machen solltet, ist im Gleichlauf zu fräsen, denn das kann gefährlich sein, dann kann die Fräse zur Seite wegspringen und euch dann böse verletzen. Ein alter Tischler hat mir mal gesagt, man kann auch im Gleichlauf fräsen, wenn man die Fräse beherrscht und wenn das Werkstück das dann erfordert. Aber es steht auch hier in der Bedienungsanleitung ganz klipp und klar drin, ihr solltet ausschließlich im Gegenlauf fräsen und das müsst ihr dann wirklich beachten. Dann schaltet die Fräse lieber einmal kurz ein, seht, wie rum der Fräser sich dreht und dann wisst ihr, in welche Richtung ihr euch bewegen müsst. Ja, was ihr machen müsst, wenn ihr hier den Fräser einspannen wollt, meistens ist auf den Schäften dann immer so ein kleines T oder ein kleiner Strich oder irgendwas eingraviert oder drauf gedruckt. Das ist hier bei dem Fräser nicht der Fall. Man sagt immer, so weit wie möglich den Fräser einspannen.
Ich würde sagen, mindestens ein Dreiviertel von dem Schaft solltet ihr auf jeden Fall abdecken, um hier sicher zu sein. Denn wenn der Fräser mal irgendwo Überlast kriegt oder irgendwas abreißt, dann fliegt euch das Ganze um die Ohren und das kann schon wirklich sehr, sehr gefährlich werden. Deswegen den Fräser so tief wie möglich einspannen und keinesfalls über die Markierung, wenn eine vorhanden ist, herausgehen. Auch wenn das dann nicht ganz hinreicht, dann kauft euch lieber noch einen Fräser, der etwas länger ist, etc. Gibt es auch auf dem Markt. Aber ansonsten sind die Sachen tatsächlich sehr, sehr schnell an der Belastungsgrenze. Was ihr machen müsst, wenn ihr den Fräser einspannen wollt, auf jeden Fall erstmal den Akku raus. Das ist schon mal sehr, sehr wichtig. Dann nehmt ihr die Fräse einmal auf den Kopf und dreht hier diese Spannzange etwas los. Das könnt ihr mit der Hand machen, wenn ihr das vorher noch nicht so richtig festgezogen habt. Dann spannt ihr den Fräskopf ein, den ihr hier haben möchtet. Ich habe jetzt hier mal so einen Kantenfräser genommen. Dann zieht er das handfest an. Dann haltet ihr hier weiter die Spindelarretierung fest. Und ihr müsst das Ganze dann wirklich festziehen. Also das muss wirklich sehr fest sein. Was wir jetzt machen müssen, ist einmal hier hinten die Schraube losdrehen, damit ich das Ganze wieder bewegen kann. Und dann drücke ich hier diese Taste und dann stelle ich hier meine Frästiefe ein. Das funktioniert, indem wir hier einfach festhalten und das Ganze dann hier ungefähr ausjustieren. Ich habe mich mal hier für diese Sache entschieden. Es gibt auch noch solche kleinen Helferlein. Das sieht dann so aus. Da könnt ihr dann nochmal die Tiefe hier bestimmen, wie tief der Fräskopf tatsächlich von der Bodenplatte dann hier absteht und wie tief die Fräsung dann letztendlich ist. Ich verlinke euch das Produkt auch mal unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch auch selbst bauen aus einer Schieblehre. Ich glaube, der Truppe hat das mal gemacht. Also entweder baut das euch selber oder wenn ihr lieber fertige Produkte haben wollt, unten in der Videobeschreibung findet ihr das dann. Ja, so sieht das Ganze dann jetzt fertig aus. Jetzt könnte ich das hier noch ein bisschen nivellieren, indem ich das hier millimeterweise hoch und runter drehe. Das brauche ich aber jetzt nicht. Ich drehe jetzt hier die Feststellschraube einmal fest. Dann setze ich meinen Akku wieder ein und dann können wir eigentlich mal mit einer Testfräsung beginnen. Ja, wie schon gesagt, wenn ihr hier die Außenkante fräst, dann müsst ihr die Fräse zu euch hin bewegen, beziehungsweise wenn ihr euch natürlich auf die andere Seite stellt, könnt ihr sie allerdings nicht so gut festhalten, dann von euch weg. Also kommt immer drauf an. Haltet die erstmal so ein bisschen weg, bis die auf Touren ist. Taucht erst dann ein, wenn ihr nicht am Ende des Brettes direkt anfangen wollt. Also wenn ihr das so wie ich jetzt hier in der Mitte machen wollt, dann müsst ihr natürlich seitlich eintauchen. Ihr könnt den Fräser jetzt nicht einschalten, wenn ihr hier am Holz schon dran seid. Dann springt die Fräse auch und das kann dann auch in einem Unfall enden. Ich mache es jetzt mal an. Schaltet dann die Fräse auch immer erst dann aus, wenn ihr vom Werkstück weg seid. Ihr seht schon, die Kante, die ist hier wirklich astrein geworden. Das ist hier so eine Art Kiefernholz. Das riecht jetzt auch hervorragend. Also die Fräse macht tatsächlich das, für was sie da ist. Ihr könnt damit natürlich auch Nuten fräsen etc. T-Nuten etc. könnt ihr auch mitmachen. Aber irgendwann bei einem gewissen Durchmesser sind diese 12-Volt-Geräte natürlich ein bisschen am Ende. Aber um damit hier tatsächlich schöne Kanten hinzubekommen und das wirklich sehr, sehr schnell und ohne großen Aufriss, dass ich hier ein Kabel spannen muss und was weiß ich was alles, da seid ihr hier wirklich sehr, sehr schnell mit dabei. Ihr könnt hier ganz schnell Anfasungen mitmachen etc. Ihr seht das, wie sauber das hier auch tatsächlich gemacht ist. Dafür reicht die Fräse dicke aus. Also wer mit so einer Kantenfräse hier liebäugelt, ich habe auch schon Leute gesehen, die haben sich was in China bestellt, die waren dann ein bisschen enttäuscht. Es gibt natürlich hier von Makita und von Bosch auch schöne Kantenfräsen. Ich habe euch ja die kleine hier einmal gezeigt. Es gibt die natürlich dann auch mit Kabel etc. Aber ich denke mal, für den schnellen Einsatz, und wenn ihr immer nur ein paar Kanten bearbeiten wollt, dann sind diese Akkugeräte wirklich hervorragend. Also ich habe mit meiner Bosch schon etliche Kanten gefräst. Ich verlinke euch auch nochmal ein paar tolle Bohrer. Kippt da nicht gleich um, die sind etwas teurer. Aber wie schon viele unter die Kommentare auch bei den anderen Oberfräsen darunter geschrieben haben, ist auf die Fräser bzw. auf die Fräsköpfe kommt es an und nicht unbedingt auf die Maschine. Die Maschine muss nur drehen und einen vernünftigen Motor drin haben. Ihr habt auch gesehen, das ist alles sehr konstant hier abgelaufen. Die hat nicht abgebremst. Also da ist auch wirklich ganz schön Kraft dahinter. Nun endlich ist sie da. War schon mal eingelistet irgendwie.
ist dann wieder verschwunden, kam dann erstmal auf den osteuropäischen Markt und jetzt ist sie auch in Deutschland erhältlich. Und Leute, wenn ihr darauf gewartet habt, dann kauft euch das Ding, probiert es aus. Ich denke, da kann man wirklich nicht viel falsch machen. Ja, schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr die Fräse schon zu Hause habt, was ihr damit schon erlebt habt, ob ihr damit zufrieden seid oder was ihr vielleicht da nicht so toll findet. Ich habe ja schon gesagt, dass die Bodenplatte hier teilweise mal schräg stehen könnte und ihr darauf achten solltet, dass die auf jeden Fall immer im rechten Winkel hier zum Fräskopf stehen sollte. Das ist vielleicht hier ein Manko, was man nennen könnte. Ansonsten ist mir hier nichts Negatives aufgefallen. Ihr wisst, ich sage sonst immer meine Meinung auch dazu. Ja, wie gesagt, schreibt in die Kommentare, wenn ihr hier irgendwas noch festgestellt habt, was ich jetzt übersehen haben sollte. Das hilft natürlich auch immer der Community weiter. Schreibt auch rein, wenn ihr damit zufrieden seid. Wenn euch dieses Video hier gefallen hat und zumindest unterhalten hat, dann lasst mir einen Daumen hoch da. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Hier kommen demnächst noch interessante Videos. Wie gesagt, morgen kommt noch der Hobel, der 12 Volt Hobel, der neue. Ich hoffe, ihr schaltet dann wieder ein und sage erstmal bis dahin.